Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Beta 1. Und wie ihr seht, wir befinden uns wieder am Kompostwerk. Ich habe auch meine Schaufel schon gefüllt. Denn ich wollte euch ja zeigen, was wir mit dem losen Kompost machen. So, ging jetzt zwar ein bisschen daneben, aber ist nicht so schlimm. Und zwar, ich denke mal, der ein oder andere von euch kann es sich schon denken, was wir heute vorhaben. So. Deswegen habe ich heute auch mal den Kleinen ausgepackt. Entschuldigt bitte. So, 42, ja, reicht aus für uns heute. Sind wir ja schon fast da. Da geht zur Schweinemast. Wir müssen jetzt hier rum. Wäre ich ja fast schon wieder verkehrt gefahren. So, hier müssen wir rein. So, Wasserhänger steht bereit. Ich denke mal, die Möglichkeiten, wie die Gewächshäuser am besten mit Wasser versorgt werden, habe ich euch ja im Tutorial gezeigt. Ich denke mal, das sollte reichen. So. Machen wir mal Abkippseite links. So, wir brauchen noch mal Kompost. Kompost.
Und jetzt brauchen wir noch Mist. Mist. Wichtig natürlich ist, dass ihr beides drin habt, Kompost und Mist und natürlich Wasser. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So. So, dann wollen wir mal auffüllen. So, muss ich erst umstellen? Ah, jetzt. Gießen wir mal unsere Beete. So. Da pflanzen wir jetzt mal machen wir einfach mal alles an. Schön bunt gemischt. So, lassen wir mal schneller laufen, damit auch was produziert wird. Dauert natürlich so einen Moment. Genau, speichern mal. Ihr seht, ein bisschen haben wir schon da. Und dann lassen wir ihn mal schön gießen. Oh, es hat auch angefangen zu regnen. Sehr schön. So. Ja, dass die Gewächshäuser noch so viel Wasser verbrauchen,
ist schon bekannt und wird auch in der Beta 2 behoben sein. Also das ist schon bekannt. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Und zwar Farmhaus. Machen wir mal bis 9 Uhr. Gut, vielleicht sollten wir nicht alles anschalten. Ich denke mal, euch interessieren sowieso bloß die Pilze, den Rest kennt man ja schon. So, und dann warten wir mal wieder. Regnet es schon wieder? Das Wasser nimmt gar nicht mehr ab. Ich glaube, ich hab's kaputt. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich glaube, kaputt gescheatet. Ja gut, machen wir anders. Jetzt stellen wir erstmal die Zeit runter. Und dann zeige ich euch... Pilzpalette mal so. So sehen die Pilze aus. Die könnt ihr jetzt aber noch nicht verkaufen. Das wird erst in der Beta 2 behoben sein, dass ihr die dann verkaufen könnt. Ja, und dann würde ich sagen, gibt es heute mal ein kürzeres Video. Weil... Obwohl, ich könnte ja noch was anderes machen. Wir können ja mal hier den Rest auch auffüllen. So, Wasserträger. Okay, machen wir mit unserem Anhänger. Damit ihr auch seht, wie das mit den anderen Fruchtsorten dann aussieht. So. Da machen wir jetzt
Na komm, machen wir Erdbeeren. So. Hier machen wir dann Blumenkohl. So. Hier machen wir dann Tomaten. So, hier in die grünen Kisten, ihr seht schon, ist dann wieder Bioabfall. Das könnt ihr dann wieder zum Kompostwerk bringen. Und hier haben wir dann ein Lager. Kann ich hier jetzt meine gescheatete Pilzpalette einlagern? Genau. Da ihr seht, da ist sie gespawnt. Und hier könnt ihr das dann... Ihr könnt da Lagermenü öffnen. Haben wir jetzt bloß die Pilze drin. Hier könnt ihr sogar Belüftung einschalten, damit es nicht anfängt zu schimmeln. Ja, hier ist Licht an und aus. So, dann würde ich sagen, das soll es erstmal zum Thema Gewächshäuser gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen, Abo oder Kommentar da. Teilt das Video, was das Zeug hält, damit wir unser Ziel erreichen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!